Der 19. im Herbst. Ordentlich Geld. Morgen wieder bewölkt. Und was stimmt? Was stimmt hier? Ich habe irgendwann ein Earthquake gelesen, geradeaus, konnte ja nicht sein. Oh, Mani will was von uns. Guten Morgen, Mr. Kletos. Ich komme, um dich zu fragen, was für eine Art von Nachbar du bist. Du siehst, ich trainiere meine Ziegen, Hallo zu sagen. Aber sie wollen einfach nicht auf meine... sie wollen einfach nicht auf mich achten. Ich habe ihr Lieblingsessen, Höhlenkarotten. So, also sie will es mit den Lieblingsessen Höhlenkarotten versuchen. Wir sollen ihr eine Höhlenkarotte bringen. 9 Uhr morgens und 5 Uhr abends. Du machst ein altes Mädchen sehr glücklich, okay. Das Gute ist, wir haben die Dinger schon. Dir, Nachbar. Wenn du dich um Tiere sorgst... wenn ich mich nicht um die Tiere sorge, experimentiere ich in der Küche. Seit wir Freunde sind, möchte ich ein paar Rezepte mit dir tauschen. Ich hoffe, du magst es, Mani. Neues Rezept? Pale Brews. Okay, ein Rezept. Ah, die Caroline will einen Kürbis von uns kaufen für ihre Tochter. Na klar, die möchte eine Jenko Lantern draus machen. Oh, noch was. Bla bla bla. Liberty of installing an incubator to use incubator simply place in... Ah, wir können jetzt eigene Tiere ausbrüten. Das ist ja angenehm, muss ich sagen. So, okay, wir brauchen... Wir brauchen einen Kürbis für Caroline. Wir brauchen eine... Wo habe ich denn die hingeschmissen? Eine Cave Carrot für Mani? So, wenn wir schon mal unterwegs sind. Ich bringe dem Bürgermeister was. Mani kann ich wahrscheinlich nichts schenken. Das. Und das. Geben wir mal ein paar Sachen ab. Damit sich die Leute über uns freuen. Vielleicht kann ich mir auch gleich ein neues Upgrade holen. Fällt mir gerade so auf. Irgendwas werde ich schon daraus machen können. Ich werde gleich mal hier oben ein bisschen Platz schaffen. Kann ich irgendwas ernten? Wir können schon wieder ernten. Boah, das ist... Ein Hoch auf die Massenproduktion, muss ich gerade sagen. Wir werden bald in Geld schwimmen. Wenn es so weitergeht. Aber der Winter ist hart und grausam und dann werden wir weniger einnehmen. 25.000 wäre noch nie so viel Geld. Was ist es? Hier ist ein riesiger Pilz gewachsen. Wie cool. Den muss ich fällen. Hier ist ein gigantischer Pilz gewachsen. Baumfeld oder Pilzfeld. Wow, das ist cool. Also richtig cool. Erinnert mich ein bisschen Minecraft. Das ist echt eine tolle Sache. So, das wird jetzt erstmal gefällt. Dann gehen wir zu Mani, geben ihr das Zeug ab. Dann besuchen wir noch die ganzen Leute, die wir glücklich machen wollen. Dann bauen wir unsere Farm endlich aus. Ich kann das Stück Holz nicht wegholzen. Warum, weiß ich nicht. Jetzt geht's von der Seite. Erstmal will ich jetzt hier Platz schaffen. Ich kann wahrscheinlich dann gleich das nächste Coop-Upgrade holen, aber ich will dann erstmal ein paar Kühe haben. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe.
Apache. Ja, es ist ein bisschen größer. Ey! Ey! Achso, die sind unten, okay. Wollte gerade sagen, wo ist das? Ich dachte gerade, unsere, dass die Sachen, die wir angebaut haben, reingestellt haben, verschwunden sind. Ah, jetzt. Nein. Danke. Bin mal gespannt, was der Honigwein uns bringt. Jetzt gehen wir erstmal zu den ganzen Leuten. Wieder viel ablaufen. Ich verkaufe die Sachen dann einfach mal standardmäßig bei Pierre. Obwohl, warum eigentlich? So dringend haben wir das Geld nicht nötig. Was ist denn jetzt los? Ah, wir kommen zu Mani und sie freut sich gleich. Oh, du hast mir die Höhlenkarte gebracht. Danke sehr, Mr. Kletus. Ja, schmeiß sie auf den Boden. Oh, die sieht super aus. Ich möchte sie gleich selber essen. Gleich. Ich hoffe, es war nicht so viel Ärger. Ich bin wirklich froh, dass du sie gebracht hast. Ja, jetzt bin ich. Hallo. Habe ich jetzt Geld dafür gekriegt? Ey, was, das war's? Kein Geld dafür? Handeln? So, wir kaufen uns Enten. Enten kosten 4000 das Stück, das ist nicht sehr billig. Oh, guck mal, wir haben Honigwein fertig, super. Wir holen uns 4 Enten und wir nennen seine Ente Tar. Die erste Ente nennen wir... Was? Oh, ich hab... Die erste Ente nennen wir Dagobert. So, die nächste nennen wir natürlich Donald. Meteor, was für ein Scheißname. Habe ich hier richtig geschrieben? Daisy werde ich jetzt nicht holen. Denn ich habe mir noch ein paar andere Namen ausgesucht, die ich... ich hatte nie Enten, aber ich hatte Gänse. Also benenne ich die jetzt einfach mal nach ein paar Gänsen, die ich benannt habe. Trinono. Vielleicht hole ich irgendwann mal eine Daisy, aber das wird keine Ente sein. Auch wenn jetzt einige sagen, dass ich ein Arsch bin. Eine Ente, die ich... Eine Gans, die ich mal hatte, hieß... Träumer? Und der Name wird euch jetzt vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, aber ich habe sie wirklich so genannt. Joni. Ach, was für ein Scheiß. Stoßdämpfer. Hey, Moment, da ist ein Fehler drin. So. Ich hatte mal eine Gans, die ich Stoßdämpfer genannt habe. Ah. Sie hat einen kleinen Stoßdämpfer uns nach Hause gebracht. Jetzt haben wir fast kein Geld mehr wegen den blöden Enten. Vielleicht mache ich noch irgendwann einen Coup und da hole ich mir vielleicht eine Daisy. Vielleicht. So, gucken wir mal, dass wir die anderen Leute hier noch ein bisschen glücklich machen können. Mani ist übrigens auch unsere Freundin, die ist auch schon gelb. Oh, ein Pinecone, die mag ich gern. Oh, jetzt gibt's einen Streit, oder? Ich muss immer den Möbeln sauber machen. Es ist deine Aufgabe diese Woche.
Du benimmst dich kindisch, Haley. Ich mache die meisten Arbeiten in diesem Haus und du weißt das. Oh, es ist ein neuer Farbenjunge, der seit einem Dreivierteljahr hier wohnt, aber er ist immer noch neu. Der hat deinen Namen, weißt du? Hey, ich wette, du verstehst meinen Punkt hier, oder? Wieso werde ich hier in Streitereien von Geschwistern reingezogen, so ein Scheiß? Es tut mir wirklich leid, dass ich dich da reinziehe, Kletus. Haley ist aus, dass ich, weil ich sie darum gefragt habe, dass sie unter den Möbeln sauber machen soll. Ich weiß nicht, was das sein soll, Cushion, ist vielleicht eine Kommode oder so. Es ist nur, weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Hört auf zu heulen und macht es sauber. Emily, also wir können jetzt sagen, entweder sie sollen aufhören zu heulen, wir können es Haley sagen, Haley soll es machen oder Emily soll es machen. Ich finde, Emily arbeitet schon im Salon, auch noch nebenbei, während die hier sauber macht und kocht. Ich finde, Haley kann das machen. Die ist natürlich jetzt angepisst. Okay, du hast gewonnen, das kann jetzt Job. Jede Woche mein Job sein. Dann gibt's keinen Grund mehr, sich zu streiten. Danke dir, Kletus, das war eine großartige Entscheidung. Ey, jetzt mal ernsthaft, Haley ist einfach nur scheiße, die mag eh keiner. Und die kann auch mal ein bisschen arbeiten. Oh, wir können bei Haley. Okay. Wir können bei Haley ins Zimmer. Seit wann geht das denn? Ist das eine Grasnarbe an deinem Knie? Sorry, ich bin allergisch auf Gras. Natürlich bist du das. Hier hast du einen Rubin. Interessant. Vielleicht kommt das auch nur, wenn wir mit beiden befreundet sind. Hier ein Aquamarin für deine Dienste. Irgendwie gibt's dann Bug, weil, naja. So, wir müssen noch einen Kürbis abgeben. Wenn ich den Bürgermeister sehe, kriegt der von mir noch einen. Die mag wahrscheinlich nicht mehr mit uns reden. Kriegt er von uns eine Blaubeere, denn ich wette, die mag der. Oh! Oh, stopp, das ist eklig. Tut mir leid. Jasten. Danke, das ist wunderbar. Mist, der Bürgermeister hat uns gesehen, wie wir Müll gewühlt haben. Ist auch egal. Ich bereue nichts. Da hätte was Gutes drin sein können. Karpfen, Sam. Sam will einen Karpfen. Ich glaube, ich finde schon noch einen. Pierre? Du kriegst erstmal das. Oh, ich liebe das. Du bist der beste Kletus. Wo ist denn deine Mutter? Ich muss dir einen Kürbis an den Kopf werfen. Ach, da ist sie ja. Hey, bleib hier. Oh, der... Ja. Der Kürbis, der ist... Das ist ein guter. Abby Gay wird so glücklich sein, wenn sie jetzt sieht. Danke dir, Kletus. Krieg ich jetzt mein Geld? 500 Münzen für einen... Salmon Karpfen bringen. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr vorwärts, weil ich die ganze Zeit nur irgendwelche Aufträge für die Leute hier erledige. Ein Karpfen für Sam. Das kann ich auch morgen noch machen. Ich würde jetzt gerne mal Geoden knacken. Immer irgendwas anderes wieder machen. Ich mache die ganze Zeit immer nur dasselbe. Wenn ich Sam unterwegs finde, kriegt er einen Karpfen, klar, aber... Direkt darauf jetzt abgesehen habe ich es nicht. Oh, hallo mein kleiner Muffin. Mein Hamster ist auf dem Tisch und läuft hin und her. Knabber bitte kein Kabel an, das könnte tödlich sein. Ein Karpfen. Weg. Passt nicht rein. Sie erkundet noch.
Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich will Geoden knacken, aber ich will auch neue Häuser bauen. Mach mal Geoden nochmal viele. Fangen wir erstmal an mit neuem Haus. Ich baue jetzt neue Gebäude und gehe dann in die Stadt, okay? Den Met hole ich später ab. Oh, Queenie ist erschlagen. Eine Gewürzbeere nehme ich mit. Zwei Stück gleich. Oh, sie traut sich nicht auf meine Hand. Sie hat Angst vor mir. Ich war zu lange weg anscheinend. Ich mache bloß noch diesen einen Tag, denke ich. Da muss ich mir mal Zeit für mein Tierchen nehmen. Die hat schon viel zu viel gelitten. In meiner Abwesenheit. So, ey. Ach, verpiss dich. Ich will hier durch. Danke. Warte mal, was gibt's denn jetzt noch? Gibt's den Bahn jetzt noch größer? Deluxe Coupe, 20.000. Autofeed-System klingt schon mal gut. Das Ding ist ja noch um einiges größer. So. Da kann sie sich austoben. Buffy ist auch über mein Mischpult gerannt. Das ist jetzt vielleicht nicht so toll. Robin startet das morgen. Ah, Maro. Ah, die möchte mehr Leute in der Klinik sehen. Maro ist mir eigentlich so ein bisschen egal, wenn ich ehrlich bin. Aber nächstes Jahr kümmern wir uns darum, dass wir mit allen möglichst ein bisschen Freunde, lieb Kind werden. Denn das ist wichtig. Was? Wieso wächst denn hier eine... Ist egal, ich frag nicht nach. Warum hier diese Beere wächst. Wir freuen uns einfach, dass sie hier wächst. Knacken wir doch ein paar Geoden. ...20.000 für so ein blödes Gebäude. Prosit Geodes. Ach, davon haben wir bloß eine. Okay, das hat man glaube ich schon. Eisenerz ist auch nichts Neues. Das ist neu. Big Seed, den hatten wir schon. Diesen Helm. Ein Stein ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist, glaube ich, könnte neu sein. Feuerquarz ist nicht neu. Das ist, könnte neu sein, aber es. Barit sagt mir überhaupt nichts. Wir können auf jeden Fall alle aufknacken. Stein. Das ist auch neu. Kupfer ist auch nichts Besonderes. Das könnte auch neu sein. Aber es kann auch sein, dass wir schon hatten. Starshards. So, mal sehen, was der gute Gunther für uns jetzt hat. Oh, erstmal ein bisschen im Müll wühlen. Weil wir es so toll können. Versteinerte Palmen. So ein Ding müssen wir nochmal finden. Wir müssen doch langsam die Hälfte haben, oder? Wo ist mein ganzes Geld eigentlich hin? Schon wieder alles weg. Ich habe mich gerade noch so wohlhabend gefühlt und jetzt habe ich Enten gekauft und Gebäude ausgebaut, ist das ganze Geld wieder weg. Weg. Und die Sachen behalte ich mal. Weiß ja nie, vielleicht brauchen wir es ja doch nochmal.
Schmelzen wir noch ein bisschen Gold ein. Ja, sollten wir tun. Den Karpfen müssen wir irgendwann Sam abgeben, aber was soll's. Die Blackberry. Die mache ich lieber ein. Was kann ich denn noch zu Wein verarbeiten? Hier, eine Weintraube natürlich. Klingt am logischsten, oder? Achso, das ist ja noch. Ich verkaufe den Met einfach mal. Jetzt würde ich sagen, widmen wir uns mal noch ein bisschen der Holzarbeit. Machen hier noch ein bisschen Platz auf der Farm. Habe ich nicht irgendwas geerntet heute? Jetzt vorhin schwören können, ich habe es ein bisschen aus dem Kopf verloren. Jetzt denke ich gerade noch an. Oh, eine Haselnuss, das ist ja schön. Schön viel Holz sammeln, dann lohnt sich der Tag auch. Ich glaube, wir haben gerade relativ viel geschafft jetzt in der Zeit, wo wir gespielt haben. Ich hoffe es zumindest. Ich würde gerne mal wieder mehr in die Mine gehen, allerdings nur, wenn ich dann endlich mal diese blöde Schriftrolle finde. Ich habe tatsächlich meinen riesigen Vorsprung in den beiden Spielen verloren, die ich mir aufgebaut hatte in den letzten Monaten, weil ich so viel zu tun hatte. Vielleicht kann ich ja in den nächsten Tagen wieder ein bisschen ausbauen. Würde mich freuen. Würde auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr wieder Tipps habt, gebt sie mir ruhig. Nicht zu viel spoilern, aber ein paar Tipps finde ich schlecht. Habt ihr gesehen, es ist ein bisschen was dabei rausgekommen. Dass ihr mir gesagt habt, was ich machen sollte, beziehungsweise manchmal auch besser nicht. Ich schreibe mir auf die To-Do-Liste, dass ich irgendwann noch einen weiteren Hühnerstall baue und da eine Daisy drin habe am besten. Ich kann ja die Hühner dann auch umschichten, sobald ich einen Hühnerstall habe. Haben wir schon so viel Energie und sie reicht trotzdem nicht, obwohl sie so viel rumgelaufen sind. Holzfällen ist halt echt anstrengend. Das mundet uns. Die Dinger hauen echt gut rein mit Energie. Und wenn man so einen ganzen Tag mal hier nur auf der Farm ein bisschen rumhackstückelt, kommt auch eine Menge Holz bei raus. Und was noch viel wichtiger ist, einiges am Platz. So, haben wir schon fast wieder 400 Holz dazu gekriegt. Wenn wir noch kurz warten, kriegen wir es auf jeden Fall zusammen. Und dann ist der Tag für mich gelaufen. Und die Aufnahme eigentlich auch. Ich finde, das war gar nicht schlecht dafür, dass ich jetzt ziemlich aus dem Urlaub erst gekommen bin. Und wir sind viel gelaufen.
Ich habe gerade den Rekord gesehen, den einen Tag per Schrittzähler 32.000. Neuer Rekord. Macht's nach. An einem Tag. Macht's besser nicht nach. Ihr werdet es bereuen. Spätestens, wenn ihr abends im Bett liegt. So, noch ein bisschen Saat hier rausklopfen aus dem Boden. Bin mal gespannt, wie wir heute am Ende des Tages haben. Die 500 knacken wir. Haben wir gerade schon. So, wir werden erschöpft. Wir essen einen Müsli-Riegel. Am besten gleich noch einen. Klein bisschen können wir noch hacken. Ja, ja, ist egal, dass wir müde sind. Müssen wir jetzt durch. Als Lurch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Bis um eins können wir noch ein bisschen hacken. Läuft. Den hacken wir jetzt auch noch um. So, damit haben wir 637 Holz an einem Tag geerntet, glaube ich. So in etwa kommt das hin. Nicht gerade wenig, muss ich sagen. Tatsächlich geerntet. Boah, das ist ein gutes Stück Arbeit. Und noch ein bisschen Gold gesammelt, das schadet natürlich auch nicht. Und jetzt gehen wir schlafen und dann ist der Tag für mich beendet. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand Geburtstag hat an den Tagen, aber ist ja auch egal. Werden wir sehen. Gut, gehen wir schlafen. Passiert ist nichts. Wir haben was eingenommen. Ein bisschen. 3000 Münzen, das ist jetzt nicht viel. Met. Met ist 200 wert, ist Fass oder was auch immer. Nicht so viel. Eigentlich schade. Ich schaue mal kurz, ob was zu ernten ist. Das war Let's Play Stardew Valley für heute, sage ich schon mal. Wir haben schon wieder 6000. Wir sparen dann noch ein bisschen auf den größeren Bahnen und wir brauchen auch Kühe demnächst. Oh, wir können wieder ernten morgen. Das ist schön. Dann kommt nämlich Geld rein. Noch mehr Enten. Okay, einfach können wir wenigstens ernten. Vielleicht soll ich doch mal darüber nachdenken, Holz zu verkaufen. Irgendwann, das Gras, da müssen wir natürlich wegsensen. Und ja. Dann schauen wir mal, was sich so alles noch tut. Den Meteor würde ich auch gerne irgendwann weghauen. Da ist nichts drin. Bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao mit Wichlein TV. Oh, das sollten wir vielleicht auch noch machen. Da schaue ich mal nach, wo der ist. Und per Mysteriously, ach, ich wollte ja mal ganz vergessen. Ich wollte ja hier mal ein bisschen Weizen reintun, ob wir da ein Pale Ale rauskriegen oder ob wir doch Hopfen brauchen. Ich weiß es nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Das war Let's Play Stardew Valley für heute. Ich sage ciao mit Wichtelein TV. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.